Ja, die beiden tanzen jetzt seit 2 Jahren zusammen. Das hat mich etwas überrascht. Beginnen mit einem sehr schönen Doppelsalto vorwärts aus dem Pitarini. Die Dame kommt aus der Sportakrobatik und das ist hier zu sehen. Eine ganz schwierige Kombination, sicher hoch ausgeführt. Doppelsalto vorwärts, der vielleicht ein bisschen weit nach vorne ging. Aber es schaut alles spielerisch und leicht aus, bei diesem Paar sehr gute Technik. Hier vielleicht ja, jetzt ein kleiner Taktfehler nach diesem 1,5-fachen Salto vorwärts. Und bei der Stärke der Konkurrenz kann so ein kleiner Taktfehler natürlich schon den Weltmeistertitel kosten. Für dich sozusagen das Überraschungspaar, das sich hier bestens verkauft? Naja, Überraschungspaar waren die Polen nicht unbedingt, weil sie jetzt im Finale fast immer aufgetaucht sind, aber die Leistung war ausgezeichnet. Und Schwierigkeitsgrad und Ausführung, auch tänzerische Darbietung, prädestiniert die beiden für einen absoluten Top-Platz. Vielleicht dieser kleine Taktfehler nach der einen Figur hat ihnen den absoluten Spitzenplatz gekostet.